Die neueste Snickers-Errungenschaft aus den USA. Snickers mit Erdnuss und Brownie. Das ist also Snickers Peanut Brownie. So soll es ausschauen. Wir testen das gute Mal. Und ich sage euch natürlich auch, wo ihr ihn jetzt schon kaufen könnt. Willkommen bei der Food Show. Ja, im Vorspann habt ihr das gesehen. Snickers Peanut Brownie. Ganz neu, ganz frisch aus den USA. Tja, und wie bekomme ich den nach Deutschland? Das ist ja schon mal die ganz wichtige Info, die für euch auch zählt. Ihr könnt ihn euch bestellen bei Snackier. Ja, bei Snackier aus Holland oder Snackjay, wie ich immer gerne gesagt habe. Das heißt der Snackier, aber es ist der Snack.je oder Snack.jay. Könnt ihr aussprechen, wie ihr wollt, glaube ich. Aber Snack.je ist das Richtige. Da habe ich den her. Mit dem Code FDS10 spart ihr da auch nochmal 10%. Nutzt ihn gerne. Da gibt es sogar Schokobons Crispy. Die sind zwar aktuell ausverkauft, aber da kommen schon bald wieder neue. Die kosten da zwar dann fast 7,50 Euro, aber das ist für Schokobons Crispy sehr, sehr günstig, da die da aus sehr weit rüber importiert werden müssen und kein offizielles Produkt in Europa sind. Ja, aber jetzt geht es um den Snickers Peanut Brownie. Ja, ganz neu. Es sind so 4 von diesen Squares drin, wie sich das mal nennt, oder Würfeln. Ich kann euch einmal so zeigen. Die sind hier drin. Also das sind wirklich das, was ja so in Amerika momentan mehr zum Trend wird. Nicht dieses riesen Snickers immer, sondern einfach nur so ein Würfel, dass man so einen so snacken kann. Und dann kann man die Packung vielleicht wieder zumachen. Oder du teilst das mit Freunden. Kommt drauf an, wie ihr es machen möchtet. Ja, was ist das? Es ist ein Erdnussbutter. Es ist ein Milchschokoladenüberzug. Und innen drin ist halt ein Brownie-Kern mit Karamell und nochmal Erdnüssen separat. Also es ist wirklich, wie es hier versprochen wird, kann ich euch schon mal sagen, sieht es auch aus. Darum könnt ihr gleich in die Nahaufnahme gehen. Kalorien hat der pro Servierung. Der sagt also, pro Servierung wären 2 Squares, also 2 von diesen Dingern. Und wenn ich 2 davon esse, habe ich 180 Kalorien zu mir genommen. Ob das stimmt? Mal gucken. Ihr schaut euch jetzt die Zutaten und Nährwerte einmal an, sowie die Nahaufnahme des Produktes. Und dann probieren wir es und dann schauen wir mal, ob sich das Ding lohnt. Darum, bis gleich. Und wie schaut es denn aus? So wird uns versprochen, Brownie-Teig, Karamell, Erdnüsse. Und es ist... Ja, an sich ist es da. Ich habe es natürlich sehr glatt durchgeschnitten, aber man kann alles erkennen. Die Erdnüsse sind ein bisschen verrutscht, das ist aber auch nicht schlimm. Sonst sind das diese kleinen Squares, nennt sich das ja bei denen. Die machen das ja nicht mehr in großen Riegeln. Die machen das ja immer so ein 4 Gleise von diesen Würfeln, manchmal auch nur 3. Ja, so schaut's halt aus. Das Brownie Snickers mit Erdnuss. Zutaten, Nährwerte zeige ich euch so. Ich habe ja mir hier mehrere Packungen bestellt. Dann könnt ihr das hier ablesen. So, und jetzt machen wir das Wichtigste. Wir verkosten dieses Brownie Snickers mit Erdnuss und. Hoffentlich schmeckt es. Und da seid ihr wieder zurück und jetzt probieren wir es aus. Ich bin ja gespannt, ich freue mich über solche Sachen. Ich habe gelesen, dass es in Deutschland auch irgendwie auftauchen soll. Nicht offiziell, sondern als Importversion, aber irgendwann ab Januar, Februar. Naja, wenn ich sie vorher in den Finger kriege, freut mich das ja auch. Ich freue mich ja, neue Sachen zu testen. Es riecht auf jeden Fall schön nach Schokolade, muss man sagen. Schön intensiv. Mal gucken, ob es was kann. Auf jeden Fall sehr, sehr mächtiger Brownie, du hast ordentlich was zu tun. Obwohl man das ja vom Snickers eh gewohnt ist. Ein Snickers ist ja kein Ding, was ich einfach mal schnell runterschlucke. Da musst du ja eh ein bisschen kauen. Ja, ist es noch ein Snickers? Ich würde sagen, ja und ganz leicht nein. Also, es hat noch einen typischen Snickers-Geschmack, der ist wirklich noch präsent. Du hast das mit den Erdnüssen, die Schokolade ist die gleiche, das Karamell ist da. Das ist ja das, was Snickers einfach verbindet. Und der Brownie selbst, muss ich sagen, ist nicht so mega Brownie-intensiv. Er hat zwar einen Schokoladengrundgeschmack, aber es wurde nicht versucht, den typischen Snickers-Geschmack wegzukicken, sondern die haben sich wirklich da, glaube ich, gute Mühe gegeben und eine gute Idee hinbekommen, die ich nicht schlecht finde. Es ist ungewohnt, es ist aber was komplett anderes mal wieder. Und das ist ja das Schöne dran, es ist mal schön, was anderes wieder zu haben, statt immer diesen Einheitsbrei, wo es an sich immer das Gleiche ist und dann nur ein bisschen Aroma reingemischt wird. Und dann heißt es so, das ist jetzt die neue Innovation. Also, ist gut gelungen, würde ich mir eventuell sogar nochmal kaufen, wenn es in Deutschland ist. Ich habe mir aber 4 von diesen Dingern gekauft. Wenn ich bestelle, dann bestelle ich gleich ein paar mehr mit. So soll sich ja auch lohnen, wenn man so einen Online-Shop oder so bestellt.
weil da fallen ja auch Gesamtkosten an. Aber kann man machen. Punktemäßig würde ich sogar geben in die 4,5 von 5. Also fast wirklich eine sehr gute Wertung, weil es ist immer noch ein Snickers. Es ist vielleicht nicht ganz perfekt, aber es ist endlich mal was Neues, was anderes. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr viele Fans geben, die das auf jeden Fall mögen werden. Ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr könnt es bei Snack hier bestellen. Mit dem Code FDS10 könnt ihr nochmal 10% sparen. Schreibe ich unten nochmal in die Videobeschreibung rein. 10% haben oder nicht haben, Geld ist Geld. Und wenn ich da bestelle, bin ich mal schnell 50, 60 Euro los. Dann lohnt sich auch 10%. Also ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Darum, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob. Achso, und schreibt in die Kommentare, ob ihr es probieren wollt. Bis denn.